Habecks Heizungshammer erregt die Gemüter. Das hilft ganz und gar nicht dem Klimaschutz. Wir wollen auch ein verlässliches Förderprogramm. Habecks Heizungshammer erregt die Gemüter. Die Telefone stehen nicht mehr still. Anne König, du bist bei mir, Berichterstatterin für das Thema im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Was kommt da auf Hausbesitzer und Mieter zu? Ja, wenn die Ampel bei ihrem Kabinettsbeschluss bleibt, dann gilt ab 01.01.2024, dass jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65% erneuerbare Energien laufen soll. Und de facto, auch wenn die Ampel eine Technologieoffenheit suggeriert, läuft es aber doch alles auf die All-Electric-Lösung hinaus, dass eben nur die Wärmepumpe dann das Allheilmittel darstellt und man eigentlich nur noch die Wärmepumpe einbauen kann. Die stromintensive Wärmepumpe, die in ungedämmten Altbauten noch viele Fragen offen lässt. Ja, genau, richtig. Hilft das dem Klima irgendwo? Nein, das hilft ganz und gar nicht dem Klimaschutz. Vor allen Dingen, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung für mehr Klimaschutz dadurch auch eindeutig sinkt, weil die Menschen natürlich Sorgen haben. Für sie muss es bezahlbar sein. Und wenn man die Menschen mitnimmt und denen auch attraktive Förderprogramme vorlegt, dann sind sie auch bereit dazu. Aber das bietet die Ampel eben auch nicht. Da ist im Moment ein Förderprogramm in Umlauf, was eben auch nur eher für Verunsicherung sorgt, beziehungsweise es wird von einer Grundförderung von 30% gesprochen. Die ist noch niedriger, als wir die damals in der unionsgeführten Regierung vorgelegt hatten. Damals konnte man noch eine Wärmepumpe mit bis zu 50% Förderung erhalten. Jetzt ist es eine Grundförderung von 30%. Und für bestimmte Personengruppen wie 80-Jährige oder Menschen im Wohngeld gibt es eben eine höhere Förderung. Aber da fragt man sich wirklich, existiert diese Gruppe überhaupt von Menschen, die das dann freiwillig machen, weil es eben auch insbesondere für diese Gruppen in erster Linie nicht bezahlbar ist. Die Sorgen der Menschen ernst nehmen, aufnehmen, ist unser Thema. Wie sind die Pläne der Union? Ja, wir haben im Dezember 2022 schon einen Wärmewendeantrag auf den Weg gebracht, in dem wir sagen, wir wollen eine ganz klare Technologieoffenheit, wir wollen vernünftige Übergangsfristen und wir wollen auch ein verlässliches Förderprogramm, was den Menschen Planungssicherheit bietet. Also, wir treiben die Regierung weiter, auch bei diesem Thema. Danke, Anne. Auf jeden Fall. Danke.